Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Polizeiparty oder was? Bitte, bitte lass. Ich will nie wieder in dieses Auto einsteigen. Können sie alle. Darf ich. Irgendwie mal vorbei? Dankeschön. Können sie mich freimachen? Ich wehre mich eh nicht daher. Also die anderen, die haben sie auch. Die sind auch nicht gefesselt und sind auch. Ja, wir haben. Weil wir total nett sind. Weil wir haben eine weiße Kappe auf. Du hast eine blaue auf. Merkst du den Unterschied? Ach so, deswegen. Jawohl. Wir sind die Engel, die reine Unschuld. Ich war schon lange nicht mehr hier. Guten Tag, Paradox, mein Name. Guten Tag, Kitty Cat, mein Name. Demme. Alter. Guck mal, das ist wie gemalt. Man könnte da praktisch jetzt so ein Nacktgemälde von machen von ihm hier. Ja, da liegt wie die Venus von Botticelli höchstpersönlich. Aber optimalerweise legen sie ihn runter. Wir haben ja nämlich eine Air Conditioning drin. Ja, da müssen sie sich keine Sorgen machen. Du weißt schon, dass wir auch gleich gefilzt werden. Wir könnten ja, wir kennen doch das Problem mit Tor, dass das manchmal klemmt und die sind ja hier beschäftigt. Wir könnten doch, Schatz, du weißt, was ich meine. Ja, da draußen ist ein Gebüsch, ich muss mal pinkeln. Ich geh mal kurz pinkeln. Ja, ich geh auch mal. Ja, Schatz. Hat sich da. Das haben sie gedacht, ne? Das macht ja gar keinen Sinn, bevor zu gehen. Aber sie könnten ja auch nett sein. Mr. Woods! Ah! Hallo. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Hallo. Wir hatten neulich miteinander zu tun und wer den Bart so trägt, das kann nur der Woods sein. Was? Wir hatten miteinander zu tun? Guten Tag, Paradox, mein Name. Guten Tag, Kitty Cat, mein Name. Ach, warum? Ach, warum? Ich glaube, jetzt haben wir schlecht geschissen. Steht der Polizeiausbilder hinter Ihnen. So. Herr Wurz, oh wei. Ja, na klar. Frauen und Kinder zuerst, heißt das auf Altis. So, Blitz, aufpassen. Ja, werden freigelassen. Sie verstehen? Also, Sie könnten... Ja, weißt du, wenn der Ausbilder da ist, kann ich das eben machen, oder? Oh, da kommt ein Sandsturm. Da muss ich mal ganz dringend auf den Sandsturm reiten. Ich schwöre, niemand den Weg hier. Hinlegen. Los. Jawohl, Rucksack. Los, Rucksack. Jetzt liegen sie da schon zu zweit auf dem Boden. Alter, das sieht eher aus wie eine Gay-Party da auf dem Boden, darf ich das mal sagen? Ich lieg Gangbang total. Genau. Oh. Ja, aber der steht es in der Mitte mit der MK18, oder? Hey, die Stimme jetzt weißt du, warum noch. Man in der Mitte ist und die anderen beiden liegen. Nee. Also, Herr, wir würden sie dann nochmal fixieren. Nehmen sie mir. Nein, sie noch er hat gesagt. Wir machen sie nochmal. Der hängt da wie eine Sexpuppe. Ich möchte sagen, das sieht nicht gesund aus. So. Ja, das hätten sie auch anders lösen können, würde ich nochmal erwähnt haben. Ah, ich hab aber ihn ja nicht gebildet. Was ist denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich steh doch nicht so dabei. Mann, du sollst die Fresse halten, hab ich gesagt. Du dummes Stück Scheiße. Die Beleidigung packen Sie doch bitte auch noch auf die Liste und dann. Halt die Fresse, ich kann deine Stimme nicht hören, du dummes Stück Scheiße. Das finde ich nicht gut von Ihnen, dass Sie eine CR-1 auf dem Rücken haben. Als Polizei aus. Die gerade nur sichergestellt. Ja, ich weiß. Die wird im Nachhinein vernichtet. So. Ein Träumchen. Die wird eingeschmolzen, dann wird da Munition rausgemacht. John Sender, Herr Blitz, den Rest lassen Sie da liegen, ja? Wir gucken jetzt erstmal, was auf der Liste draufsteht, ja? Alles für den Dackel. Alles für den Club. Unser gut, Leben ist für den Dackel. Schon die illegale Waffe, also von daher, also die Kriegswaffe, also, ja gut. Ja, das heißt nicht, dass er unbedingt ins Gefängnis muss. Wenn er jetzt keine Vorstrafen hat, kann man ihn auch eine Bewährung aufsetzen. Das habe ich Ihnen aber auch eigentlich vor kurzem noch beigebracht, Herr Blitz. Ja, ich würde dann gerne da noch Notwehr auf meine Liste packen. Ja, genau, aber und ich unschuldig. Ich weiß.
Ja, Wutz, ich würde gerne eine Notwehr auf meinen Rucksack, auf meine Liste packen, die ist erst vor einer Viertelstunde passiert. Aber dann kam er schon der Rammstein. Ja. Das kann doch der Ara bestätigen. Weil da wurde nämlich der Ara bedroht in unserer Behandlung und da musste ich den Ara einmal verteidigen. Genau, alles für den Ara, alles für den Club. Alter, dieses... hier riecht es voll nach Tarkov. Genau. Hier riecht es voll nach Tarkov. Tarkov! Ach, guck mal, da kommt er doch schon. Tarkov! Hilfe! Tarkov! Ach, hallo. Hallo, Edgar. Edgar. Hab ich denn jemand gerufen? Ja? Könntest du mal... Hallo, Herr bitte? Tarkov. Können Sie denn, Herr Paradox. Tarkov, bitte mal sagen, das war eben gerade Notwehr? Vor einer Viertelstunde. Paradox! Also, eigentlich muss ich mich da raushalten. Ah, Herr Tarkov, könnten Sie bitte... Ich hab vor einer Viertelstunde jemanden über den Haufen gebratzt, das war aber nur Notwehr, weil der hat nämlich unsere Behandlung bombardiert. Ja, wie gesagt, ja gut, das müssen wir gleich mit den zuständigen Polizisten von Ihnen ausmachen. Ja, aber mein zuständiger Polizist ist Rammstein, der spinnt gerade ein bisschen. Ach, der Alex ist oben. Darf ich zum Alex? Mir ist scheißegal. Überfordert. Ich, ja. Tarkov, haben Sie sich eigentlich der Sache überlegt, die ich Ihnen vorgeschlagen habe? Noch nicht, ich hatte noch nicht ziemlich viel Zeit dafür. Ich hab ziemlich viel geschlafen in letzter Zeit. Ja, das liegt am Missbrauch von Drogen. Achso, okay, der ist fertig. Ich will gerne. Aber nett, ne? Dass Rammstein uns im Stream ein Abo dalässt. Ja, um uns dann hier auszunehmen. Peter! Ja! Ich hasse dich! Ja, pass auf, gleich kommt der Schlappen geflogen. Nee, ich guck gerade, warum du eigentlich ein Loch hast da hinten am Hintern mit einer Klappe dran. Ja, ich seh's auch. Ja, warst du gestern wieder im Separé? Der Dark Room. Oh, nice. Dark Room ist mein Room. Sag mal, was haben die alles bei dir jetzt in der Liste gefunden? Fährst du jetzt in den Bau? Nee, ich habe Bewährung, 2 Wochen. Ja, ich habe ja immer noch 3. Ja, ich bin gleich weg. Ich bin gleich zapserab. Ich glaube, das war's mit dir, wa? Ja, ich hoffe, dass der Herr Rammstein so korrekt ist und ich darf meine Sachen nur ins Schließfach bringen. Hey, Ara. Hey. Was geht? Willst du ein reicher Mann werden? Ich hab genug Geld, danke schön. Nein, komm mal her. Guck mal her, ich kenne deine ganzen Ausbilder. Was geht's denn? Und ich kenne auch den ARA-Vorstand. Die wollen doch bestimmt okay. Sie wollen mal gucken, wie geil sie mit dem Dietrich unterwegs sind gerade, oder? Digga, nimm doch sein Sippi noch mehr in den Mund. Ich weiß nicht, von was sie reden. Ja, gucken Sie, der Herr Tarkov, der geht auch schon in die Kabine, der sieht gleich nichts mehr. Und der Tarkov macht bestimmt auch gleich die Tür auf und sie wollen bestimmt uns jetzt losmachen. Er hat gerade eben die Tür abgeschlossen, also. Ja, ich rede mit ihm, der macht die gleich auf. Kommen Sie. Was ist denn da hinten los? Kommen Sie. Ich rede mit Ihren Ausbildern, dass Sie befördert werden. Mein Bruder war doch selber ARA-Ausbilder. Gegen die Regel, ich mach gar nichts. Ich weiß nichts, ich kenne den ARA-Vorstand auch, die sind alle ganz lieb zu mir. Ja, dann sind die noch lieber zu Ihnen. Ja, der Herr, was haben Sie denn hier gemacht? Wo sind Sie denn überhaupt hier? In Handschellen? Ja, das wussten wir selber. Ja, uns wurde noch nichts vorgeworfen. Also es muss ja irgendeinen Grund haben, warum Sie hier sind, oder nicht? Nein, es gibt noch keinen Vorwurf. Es wurde noch nichts gesagt. Okay, dann haben Sie ja nichts zu befürchten, oder? Trotzdem ist es sehr unbequem in den Handschellen. Ich bekomme schon Druckstellen. Und mir ist ein Fingernagel abgebrochen. Und ich muss scheißen, Alter.
Also ich habe keinen Handschellenschlüssel, also ich kann dagegen nichts tun. Da müssen Sie den Herrn Officer fragen, ob er den Löffel machen kann. Verarschen können Sie uns nicht hier. Ich habe gar keinen Universal-Dietrich. Edgar, das Edgar, ist doch, komm. Sie, wir waren selber Aras. Edgar, komm. Nein, komm. Hab ich Edgar, nicht. Edgar, komm ja? Schon, komm, Edgar. Mach mal auf jetzt. Ich bin meinen Job schneller los, wenn ich das mache, als ich gucken kann. Quatsch, der Tarkov ist käuflich, da brauchen Sie sich keinen Kopf machen. Ja. Kannst du die Tür aufmachen? Ja, genau. Ach stimmt, die Aras kommen ja nicht ja, raus. Ja, komm mit zur Tür. Ja. Schönen Tag noch. Schönen Tag, Hoch, Moment. So, haben sie jetzt dann auch die Tür gefunden. Ihhh, der ist nackt. Du bist auch nackig, Schatz. Tarkov, komm schon, sein Bruder. Tarkov, sein Bruder. Tarkov. Hast du die MK2 Weste geklaut? Nein. Ganz genau gesehen. Nein. Wir haben gar nichts geklaut, wir waren ganz lieb. Tarkov, sein Bruder. Komm, Tarkov, sein Bruder. Ja. Ich kann nicht einfach hier in den Rammstein, meinen Ausbilder auch noch hier in die Arbeit. Ja, dann müssen Sie mal einen Rammstein sagen, der muss mal oben auf dem Dach gucken, der will sich einer umbringen. Ja doch, der schon. Das ist ein Nagelbohrer, denn ja. Rammstein, helfen Sie mir. Wo sind nur Herr Wonder und Herr Hill, wenn man sie braucht? Stevie! Der Herr Wunder war vorhin im Dienst, aber ich weiß nicht, wo er ist. Der ist aber nicht kompetent, Digga. Okay. Herr Wunder würde uns nicht so behandeln. Herr Wunder hätte Mitleid mit uns. Warum? Mir wurde gesagt, dass wir die Kriegswaffe dabei haben. Das ist nicht in Ordnung. Ja, das ist. Wenn sie keine Kriegswaffe dabei haben, dann ist das ja kein Problem. Das ist eine Kriegswaffe, die ich von einem Bürger geschenkt bekommen habe. Okay. Und von wem? Nee, ist schon gut. Mach mich los, ich leg sie hin. Ich dreh mich dann jetzt um, ne? Nee, du drehst dich nicht um. Nö, nicht umdrehen, Paradox, tu ich ja nicht. Du, da ist die Kriegswaffe. Okay, dann dreht mal zurück. Was haben wir? Eine AK. Eine AKM sogar. Ja. Ja, aus der wollte ich nachher eine Shisha bauen mit meinem Bruder zusammen. Ja, der Traum hat sich ja jetzt mal erledigt. Mit einem angebrochenen Magazin. 21 von 30 Schüssen drin. Ja, ich möchte auch gerne Notwehr melden, weil wir eben gerade ja angegriffen wurden bei einer ARA-Behandlung vor ungefähr 20 Minuten. Ja. Deswegen ist das Magazin angebrochen. Aber ich kann Ihnen gerne die restlichen Magazine auch noch hinlegen, wenn Sie das möchten. Nee, das passt erstmal so. Das reicht ja schon. Mein Gott, ich brauche keinen Platz, um die aufzunehmen. Macht nichts, dann legen Sie doch einfach die Waffe dahin, die Sie auf dem Rücken haben. Damit Sie noch mehr Schuss haben. Nee, nee. Ach, jetzt seien sie doch mal her, diese. Einfach nur nicht beschlagnahmen, sondern einfach nur aufnehmen. Genau. Gefällt mir. Tarkov, wo die herkommen, könnten sie noch mehr bekommen. Soll ich jetzt wieder zurückgehen? Komm so, bitte, Paradox. Also laut Ihrem Kollegen übrigens habe ich mich von meiner Bewährungsstrafe freigekauft, wollte ich nur mal so sagen. Ja, von meiner Bewährung. Ja, ja, ich muss schon wieder eine Strafe bezahlen, eine neue. Peter Paradox. Haut rein, Jungs, ne? Peter Paradox. Was? Nein. Das lassen wir. Die Herren Amstrein nicht mögen, dann legen sie die Waffe einfach zufällig auf den Boden. Oh doch, bei GTA San Andreas, Cheatcode eingeben. Nee, die Waffe wird nicht zufällig auf den Boden gelegt. Aber ich schneide mit dem Cuttermesser deine Weste durch, deine Weste liegt auf dem Boden.
Kommen Sie jetzt, Herr Steinhauer, ja. Oh. Der Taser ist übrigens auf der falschen. Ich hab Steinhauer gehört, der ist mir schon wieder schlecht geworden. Ist das nicht der Wächter vom Kavallator? Okay, gut. Ich hab keine Ahnung. Das ist mein Steifenpartner. Ja, mein herzliches Beileid. Also wenn Sie wirklich Hilfe von kompetentem Personal brauchen, Peter Paradox, mein Name, rufen Sie einfach an. Dann machen Sie nicht so Vorwurf, sondern wir haben sie. Ja, Spielzeit. Da haben sie auf jeden Fall ein paar Autodiebstähle drauf, sind anscheinend ein bekannter Autodieb. Und ansonsten ein paar nicht gezahlte Tankstellenrechnungen. Nichts Großartiges, trotzdem sind wir schon bei 198.000 Ticket in der Theorie. Jetzt kommt wieder der Besitz von einer Kriegswaffe mit dazu. Sie haben ja ihre Bewährung freigekauft, das war eine vierwöchige Bewährung. Yep. Das heißt, sie würden jetzt vermutlich in die nächste Bewährung übergehen. Oh nee, komm, dann gib mir den vollen Preis, komm. Dann machen wir ein Trinkgeld obendrauf. Das ist Haft, ne? Der volle Preis ist Haft. Nein, nee. Wie lang ist die Bewährung? Also 15 Monate allein durch die Kriegswaffe und dann eben noch die 198.000, das heißt nochmal mindestens 19,8 Monate drauf. Das heißt, wir sind dann bei, ich sag mal, 32 Monaten. Und wie lange wäre Knast? Ich weiß nicht, wer den ganzen. Ja, das ist der Knast. Ja, guck mal, ich habe einen Vorschlag, ja? Also, ich würde dann einfach in 2 Stunden wiederkommen und mich einknasten lassen. In 2 Stunden? Ja, also meine Mama hat Geburtstag und da kommt extra meine Oma von einer anderen Insel hierher geflogen und da würde ich gerne noch Kaffee und Kuchen trinken, essen. Und danach würde ich mich sofort bei ihnen stellen. Hallo. Wir wissen, was das Problem mit der ganzen Schoße ist. Man braucht das denn so, ja, dass ich meine Waffe nicht wiederbekomme. Ja, nee, das sucht nicht. Noch nach deinem Pass, er muss es nochmal. Das auch, aber wenn ich es jetzt gehen lasse, habe ich keine Garantie dafür, dass es wiederkommt. Ich lasse mein Perso hier liegen. Lass den Rucksack ganz mal da. Sie haben doch bestimmt schon 3 andere zu Hause noch umliegen. Ander, jetzt unterstellen Sie mir aber einiges. Ja, Sie haben mein Wort, reicht das nicht? Herr Rammstein. Was möchten Sie denn? Ich hätte nur noch eine Frage, und zwar, nicht nur meine Weste ist weg, sondern mein Granit-B-Anzug auch. Ja, auch. Okay, ist denn hier am Stehen, Alter? Das ist mir erst gerade am Markt aufgefallen. Ja, okay, dann schicken Sie mir bitte die Informationen zu, ich kümmere mich dann darum, ja? Ich würde Ihnen hier mein Lieblingsauto stehen lassen, dann komme ich definitiv wieder. Ihr Lieblingsauto? Ja. Was ist denn Ihr Lieblingsauto? Mein Offroad abgedeckt. Ich trage Ihnen einfach eine Woche Bewährung für die Waffe ein. Dann war's das. Ja, das ist auch in Ordnung. Die Woche, die kriegen wir eventuell rum. Herr Tarkov, wie viel Schwarzgeld muss ich bezahlen? Nee, lass mal stecken, Alter. Wie viel Schwarzgeld muss ich morgen an dich bezahlen, dass die Woche wegkommt? Schwarzgeld? Ich kann auch einfach so einen Koffer hier stehen lassen. Ja, bitte so mit 10 Millionen hier stehen lassen. Dann darfst du gehen. Ich schmeiß dir gleich meinen benutzten Adidas-Schlappen in die Schnauze. Ich glaub, du spinnst, Alter. Also irgendwie sind die Dinger, die AKM von gut aus der Waffe. Ja, pass auf, ich geb dir ich gebe dir zur AKM noch passende Munition und dann ist die Woche weg. Ich aber nicht gerne. Ja, das ist immer sehr schlecht, da im Gang zu stehen. Ich lasse mal hier. Ja, das glaube ich. Danke. Ey, durch die Ähnlichkeit. So, Herr Steinhauer, was ist jetzt mit den Kollegen oben passiert? So, okay. Wo ist jetzt der Steinhauer? Ist das soweit eingetragen? Dann sind sie jetzt auch wieder free to go. Eigentlich. Ach so, Steinhauer, wir warten auf sie. Wie war das Beziehungsverhältnis zwischen Ihnen und der Dame? Ja, ist meine Frau. Guten Tag. Ich hab ihn, wenn er um die Ecke ist. Mein Mann da. Wunderbar. Leg einfach die. Ich hab erstmal keinen weiteren Tatverdacht gegen ihre Frau gehabt, außer vielleicht, dass ein Autoalarm losgegangen ist. Das heißt, wir müssen dann höchstens nochmal gucken, ob sie da irgendwelche Autodiebstähle registriert hat. Nein, Autodiebstähle definitiv. Nein, das. Ich wollte eigentlich da nichts. Das Problem ist, Herr Rammstein, ich bin ein sehr vergesslicher Mann und vergesse öfters mal meine Schlüssel zu Hause. Und deswegen hilft es mir dann ab und zu mal, meine Autos aufzubekommen. Genau, also ich bin ein Unschuldslamm. Schauen Sie mal kurz hier rüber, mir ist gerade was aufgefallen. Ja, was denn?
Sechs, ich schau mal hier rüber. Sehr. Ich verwirrt das hier. Oh, ist ihm schlecht geworden? Da kommt es auch nicht gut aus, wenn du da liegst, ne? Ja, wirklich, ne? Hä? Bei mir liege ich ganz normal sexy da. Ja? Ja, das liegt an der Waffe, die müsstest du mir mal wiedergeben, dann liegst du besser da. Was ist denn eigentlich hier drin, Herr Tarkov? Was ist denn hier in dem Raum? Ich würde lieber weggehen vom Raum. Ja, ach komm, Bruder, jetzt mach nicht den. Mach nicht den oder ich lege eine Bombe hier rein. Herr Tarkov, gucken Sie mal, ich habe hier was gefunden an der Ecke, Herr Tarkov. Ja, Sie sehen nicht aus wie Herr Tarkov. Nee, ich bin auch nicht Herr Tarkov. Aus einer Bombe. Ich gehe sofort raus, versprochen. Ich muss nur warten, bis Herr Tarkov kurz kommt. Ich muss ihm was geben. Herr Tarkov, kommen Sie mal bitte, ganz kurz. Wenn du jetzt hier eine Bombe hinlegst, ich schwör's dir. Ja, Herr Tarkov, Sie, komm, Herr Martinez, wir machen das hier schon alleine, wir brauchen Sie nicht. Ich habe keine Waffe mehr. Keine Sorge. Okay, viel Spaß. Bitte, 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 bitte. Die waren Geschenk, bitte. Die waren Geschenk, bitte, bitte, bitte. Bitte, ich renn dann einfach raus. Ach, der kann eh nicht damit umgehen. Ja, bitte? Den Tag auf der Tür heute? Ihre Frau hat heute eine ziemlich lange Liste an Autodiebstählen, ne? Ja, die Hälfte der Autos sind aber meine, ne? Also da gehe ich auch gerne in Rechnung. Mal, was das Ticket wert ist. 1,5 Millionen. 20 Minuten, Digga, das ist ein nicht ganz, weniger. Ja, wie viel? 1,2? Ich glaube, der hat schon ein Messer dabei, keine Sorge. Nee, 365.000, nur Autodiebstähle. Ich hab Liv, ist nicht, dass man die AKM steht? Was haben Sie denn eine scheiß AKM rücken, ey? MEINE AKA! Das ist nicht deine! Hör auf mit meiner AK anzugeben! Ich glaube, du spinnst! Gehen Sie weg von der Waffe! Sag mal, du bist hier der Praktikant, oder? Ja, fassen Sie ja nicht die Waffe an. Das ist sehr gefährlich. Gut, dann fasse ich einen Tag auf am Arsch an. Ich hab nicht die Waffe angefasst. Ich hab nicht die Waffe angefasst. Also Herr Rammstein, stellen Sie mir doch einfach Ihr Ticket aus ohne Prozente und dafür kriege ich meine Waffe wieder. Ist das nicht fair? Dann kann ich wieder meiner Arbeit als Nashornjäger nachgehen hier auf der Insel. Ich habe noch nie davon gehört, dass wir Nashornjäger auf der Insel. Ja, dann müssen Sie mal überlegen, wie geil ich meinen Job mache, Rammstein. Und selbst wenn wir Nashörner nicht auf Altes hätten, dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir die Alten würden. Nee, eben nicht. Nein, die machen nämlich die ganzen Autos kaputt. Ja, weil die haben nämlich Angst vor Menschen in Blau. Wir schützen damit quasi nur die Polizei. Blau ist quasi was Aggressives für sie. Und dann würden sie die ganze Zeit ihre Autos kaputt machen. Ja. Das ist wie mit den Stieren und Rot. Weil meine RP-Punkte sind gestiegen. Aber die Stiere sind ja nicht mal auf die Farbe Rot aggressiv, sondern auf die Bewegung. Ja, aber man könnte theoretisch auch auf die Farbe. Also, auf jeden Fall ist es bei den Nashörnern genauso. Okay. Nur mit Blau. Und Bewegung. Das ist eine sehr schlechte Kombination und wir möchten sie halt nur schützen. Deswegen jagt mein Mann todesmutig diese Nashörner. Na, Sie haben keine Ahnung, wie schwierig das ist. Sie haben so eine dicke Haut, da muss ich mit der AKM quasi vor das Horn gehen und in das Horn reinschießen. Das sind die altianischen Wasserbüffel-Nashörner. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich gehe mal kurz an Ihren Laptop, ich google Ihnen die Seite schnell, warten Sie kurz. Ja, da werden Sie nicht viel finden, wir haben da leider keinen Zugang zum Internet drauf, wir haben da nur zu unserem Polizeinetzwerk drauf. Also nur zum Intranet quasi, ja, warten Sie ganz kurz. Ja, genau, das reine Polizeinetz da drauf. Ich schicke Ihnen das ganz schnell auf Ihr Handy, wenn ich darf. Ja, wenn Sie möchten. Wie hast du die Dinger genannt? Altianische Wasserbüffel-Nashörner. So, müssten Sie bekommen haben. Ah ja. Ja.
Und sehen Sie, ich bezahle auch gerne für die Waffe nochmal extra was, damit sie mir glauben können und vielleicht ihren Rammstein-Stempel darauf geben können. Ein Rammstein-Stempel? Nee, den kriegen sie da nicht drauf. Nee, aber bestimmt kriege ich da. Ich möchte doch einfach nur, dass unsere Cops in Ruhe ihre Arbeit machen können. Und nur nicht, dass die Cops angegriffen werden von den Wasserbüffel-Nashörnern von Altes. Altianische Wasserbüffel-Nashörner. Die, ja. Die Tesa-Legende vom Edelmetallverarbeiter. Dass sie die, was war das jetzt, altianischen Wasserbüffel-Nashörner mit einer AKM jagen, denke ich mal, bin ich mit meiner Spazierzimmer gut aufgestellt, dementsprechend. Ja, aber das sind Sie. Sie sind aber Ausbilder Peter Rammstein. Die gibt es natürlich auch Praktikanten, die haben vielleicht nur einen Taser. Was sollen die denn damit machen? Genau. Schau, Mafia. Und die wissen nämlich nicht, dass sich die altianischen Wasserbüffelnashörner in der Erde vergraben und dann wie so eine Vogelspinne rausgesprungen kommen, um sich auf die Cops zu stürzen. Das ist sehr gefährlich. Das heißt, wir haben jetzt mutierte altianische Wasserbüffel, die aussehen wie Nashörner und sich wie, die Dings verhalten, hier wie Spinnen, die aus dem Boden rausspringen, nachdem sie sich vergraben haben. Ah, sie haben es verstanden. Ja, klar, sie genau so. Nein, aber sie haben immer noch meine AKM auf dem Rücken. Sie haben immer noch meine scheiß AKM. Jetzt. Aber sehen Sie, wir probieren das doch gerade auf eine zivilisierte... Das ist so für mich, da muss ich irgendwann mir einfach mal die Zeit nehmen, mich etwas mehr zu mit beschäftigen, aber Sie kriegen sowas. Ja, da sollten Sie sich definitiv weiter... Ja, aber also wir probieren das doch gerade auf eine freundliche Art und Weise zu klären. Das bringt doch nichts, wenn ich jetzt in Herrn Tarkov mit dem Cuttermesser bedrohe. Wenn Sie jetzt hier irgendwie mit dem Cuttermesser bedrohen, sorge ich dafür, dass Ihre Bewährung ganz schnell hinfällig wird. Ja, aber ich möchte auch nicht bei Herrn Tarkov ins Auto rein pullern müssen, vor Wut. Weil ich habe nämlich eine Stressblase. Ne, müssen sie auch nicht. Sie müssen ja auch nicht in sein Auto reinpullern, weil sie laufen ja nach Hause. Nee, soweit schaffe ich es nicht mehr. Und, Alter, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte mit Herrn Tarkov nur einmal kurz beleidigen gehen. Okay, dann bin ich weg. Ich hasse dich, ich hasse deine Mutter, ich hasse deinen Vater, ich hasse einfach jeden, der den Familiennamen Tarkov hat. Und eines Tages werde ich eine Banane in den scheiß Auspuff von deinem verschissenen Prowler stecken, dann werde ich dich da rausziehen und dir mit 20 Liter Eimer Vaseline einschmieren. Das ist gerade eine Morddrohung, ja. Das ist keine Morddrohung, das ist eine Drohung einer sexuellen Handlung. Haben wir gut gepackt? Das ist ein Versprechen. Ja. Und ich finde das auch ganz schön schlimm, dass sie mit ihrem komischen Billo-Rang mit einer 7-6 Hoa umlaufen. Privatparkplatz, ey. Privatparkplatz. Mein Billo-Rang, ich bin sagen, Funker. Ja, hab ich doch gesagt, Billo-Rang. Ja, komm, gehen Sie, verlassen Sie das Kuh. Ich will Sie ja nicht mehr sehen, Herr Paradox. Ich bin noch voll in der dienstlichen Behandlung mit Herrn Rammstein. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Ach du... Ja, Herr Tarkov, Herr Rammstein, ich habe ein Problem. Der Herr Tarkov wollte gerade die restlichen AKM-Magazine von mir kaufen. Ich glaube, das ist kein korrekter Bulle, der da steht. Komische Situation. Wenn die AKM, werde ich nämlich gleich auf den Rammstein wieder abgeben. Herr Tarkov, Sie stellen sich jetzt erstmal da vorne die Ecke vor das Plakat. Dann arbeiten wir jetzt erstmal unsere neue Strategie für Plan 16c aus, ja? Dankeschön. Oh, mit dem Edding einmal dann durchgestrichen. Nee.